Ich habe jetzt hier einen Vernetzungsspezialisten für Sie, auf den ich mich sehr freue, Herrn Ulf Matysiak. Er ist Geschäftsführer von Teach First Deutschland und er leitet den Bundesverband innovativer Bildungsinitiativen. Er ist sozusagen Profi-Ideensammler und Zusammenbringer und er erklärt uns, wie wir das schaffen, eine lebendige Vernetzung aller Bildungsakteure. Herzlich willkommen. Profi-Ideensammler. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich diesem Anspruch gerecht werde, aber ich werde es versuchen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste der EduAction, zunächst habe ich mich gefragt in der Vorbereitung auf diese Keynote, brauchen wir eigentlich wirklich mehr Vernetzung? Weil im Prinzip sind wir relativ gut vernetzt, wir Bildungsschaffende. Wir treffen uns relativ regelmäßig auf Konferenzen, wir sind im engen Austausch, wir haben die Kontaktdaten voneinander, wir treten auch in Kontakt, wenn wir es brauchen. Ich bin persönlich nicht zu dem Schluss gekommen, und das mag etwas merkwürdig klingen für ein Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Innovative Bildung, dass wir mehr Vernetzung brauchen. Ich bin aber, und da kann ich direkt anschließen an das, was hier gesagt wurde, sehr wohl zu dem Schluss gekommen, dass wir eine andere Form von Vernetzung brauchen. Weil wir, und das, im Titel ist das Wort Action ja nur nicht zu verkennen, weil wir bis jetzt eine Vernetzung pflegen, die nicht zwingend zu gemeinsamen Handeln führt. Wohl vielleicht zu Austausch von Kontakten, aber nicht zu gemeinsamen Handeln. Und das scheint doch der entscheidende Faktor zu sein, wenn es darum geht, die Herausforderungen, die hier schon genannt wurden, anzugehen. Und das möchte ich ein bisschen ausführen. Wenn man zurückschaut auf die vergangenen Konferenzen, dann kann man, glaube ich, feststellen, dass wir in den letzten Jahren durchaus eine Aufbruchstimmung in unserer Szene hatten, die spürbar war. Und für mich ist diese Aufbruchstimmung deutlich geworden lässt sich verdichten in einen Begriff, der häufig genannt wird und der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, nämlich, dass man sich auf den Weg gemacht habe. Viele Schulen haben sich auf den Weg gemacht. Mittlerweile auch Initiativen, Organisationen, sogar Ministerien, sagt man, haben sich auf den Weg gemacht. Und ich glaube, Sie werden mir recht geben, dass viel Positives in diesem Begriff zu finden ist. Ich denke, viele von uns, die wir hier in diesem Raum sind, können mit dieser Metapher etwas anfangen. Da steckt Aufbruch drin, da steckt eine gewisse Dynamik drin, vielleicht auch Lust auf etwas Neues, keine bekannten Wege nur beschreiten, sondern das Bekannte eher verlassen und sich aufmachen zu etwas, was man noch nicht kennt. Dabei wird vielleicht auch deutlich, dass wir unterschiedliche Wege beschreiten und dass das auch gut so ist. Gleichmacherei scheint ja eher ein Symptom des Problems zu sein, als ein Rezept seiner Lösung. Insofern, wenn wir sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht, dann meinen wir nicht, dass wir alle jetzt auf einer Bildungsautobahn gewissermaßen rasen hin zu einem Ziel, sondern dass wir auf unterschiedlichen Wegen nach neuen Lösungen suchen. Das alles erstmal sehr positiv. Ich stehe hier für eine junge Organisation, den Bundesverband Innovative Bildungsprogramme. Ich würde sagen, auch eine Initiative, die sich ein Stück weit auf den Weg gemacht hat, weil wir, und das mag jetzt erstmal kontradiktiv klingen, weil wir zu dem Schluss gekommen sind, dass wir mehr und andere Vernetzung brauchen und auch, dass wir daran arbeiten müssen, eine gemeinsame Stimme zu erarbeiten. Ja? Wir wollen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir auf der einen Seite diese Reisen, die wir jetzt begehen, nicht isoliert erleben, sondern dass wir unsere Erfahrungen austauschen, dass wir wirklich auch gemeinsam lernen. Wir wollen auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass wir im politischen Berlin Gehör finden, wenn es darum geht, Innovationen voranzubringen und ein System, wo man zumindest die Frage stellen kann, ob es innovationsfreundlich ist, teilweise von innen und teilweise von außen mit Impulsen zu versorgen. Ich habe
drei Punkte mir rausgesucht, auch aus den Reden, die wir vorhin schon gehört haben, die ich besonders interessant finde, wenn es darum geht, neue Wege der Vernetzung zu gehen. Der erste: Wir haben schon etwas von der Netzwerkkultur gehört. Auf welche Art und Weise wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Und dabei ist mir besonders aufgefallen, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen in den letzten Jahren immer aus Momenten entstanden sind, in denen meine Kollegen oder ich, in denen wir uns gründlich geirrt hatten. Ich habe eine Frage an Sie. Wann können Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal gedacht haben, da lag ich so richtig falsch? Das war eine Annahme, die hatte ich getroffen, da habe ich meine Arbeit drauf aufgebaut. Und ich musste nach ein, zwei Jahren erkennen, vielleicht auch noch längerer Zeit, das stimmt gar nicht. Wenn wir Zukunft gestalten wollen, dann brauchen wir diese Momente, wo wir Fehler erkennen und wo wir gemeinsam aus den Fehlern lernen. Und dafür wiederum brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, zu denen wir aber auch das Vertrauensverhältnis haben, dass sie uns einen Spiegel vorhalten können und dieses gemeinsame Lernen überhaupt erst triggern. Ja? Das ist in meinen Augen einer der wichtigsten Faktoren für eine andere Form von Vernetzung, die wir anstreben. Ein zweiter, ein Stück weit offensichtlicher, sind Quellen für Inspiration. Auch da wieder, wenn Sie mal überlegen, wo haben Sie diese inspirierenden Ideen her, die Sie in den letzten Jahren in Ihrer Arbeit haben einfließen lassen? Vielleicht, wir haben vorhin einen Impuls gehört, der Ideen aus den USA aufgegriffen hat. Vielleicht waren es aber auch Ideen von benachbarten Organisationen. Vielleicht war es ein Schulbesuch oder ein Besuch in einer Universität. Auf jeden Fall brauchen wir auch ein Stück weit eine Definition von uns selbst als lernende Organisationen, aber auch lernende Individuen. Und das wiederum braucht Partnerschaften und Netzwerke, denn wovon wollen wir denn sonst lernen? Und das letzte und mir aber tatsächlich wichtigste Kriterium ist, dass ein Netzwerk sich nicht darauf beschränken darf, Wissen auszutauschen oder Positionen zu formulieren, sondern in gemeinsamem Handeln münden muss. Und da möchte ich in diesem Sinne auch mit einer etwas provokanten Frage schließen. Wenn wir uns jetzt alle auf den Weg gemacht haben, und wenn wir, und ich glaube, da sind wir uns einig, sagen, eine Vielfalt an Wegen ist notwendig, wie ist es denn dann zu schaffen, gemeinsam zu handeln? Ich glaube, wir müssen im nächsten Schritt, in der nächsten Etappe unseres Weges, auch den Mut haben zu ein bisschen mehr Einheitlichkeit. Einheitlichkeit nicht, weil die Wege einheitlich werden müssen, und Einheitlichkeit auch nicht, weil für jedes Kind das gleiche Ziel das Richtige ist. Aber Einheitlichkeit zumindest in Bezug auf die Qualität, die Bildung in Deutschland haben soll. Also Bildung im Sinne der Einheitlichkeit im Sinne der Qualität der Bildung für die Kinder, für die wir schließlich arbeiten. Das kann so etwas sein wie ein gemeinsam formuliertes Ziel, welche Resultate ein Bildungssystem für die Kinder in diesem Land denn erzielen soll. Der Bundesverband Innovative Bildungsprogramme möchte auf jeden Fall eine Plattform sein, diese Debatte zu führen, diese Ideen auszutauschen, gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Und ich kann für uns alle sprechen, glaube ich, dass wir uns darauf sehr freuen, auf die nächste Etappe miteinander und mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen und uns anregende Tage und eine gute Weiterreise. In diesem Sinne, auf geht's.